Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Und damit dann auch zu einer Premiere, zu einem ganz neuen Format. Zumindest jetzt hier bei Stöpselkopf, weil dieses Format gibt es schon bei gewissen anderen YouTubern auch zu finden. Ich meine zu behaupten, dass das mal vor Jahren Finn Kliman ins Leben gerufen hat. Also, heute ist der weltberühmte Mach deine Scheiße-Tag. Mit dem Titel Mach deine Scheiße-Tag. Also ein Tag, wo man so ganze Berge an irgendwelchen Sachen bewegt, die man jetzt schon das ganze Jahr vor sich hergeschoben hat. Und ich glaube, ihr kennt das auch. Man hat da so eine gewisse Liste mit Projekten, die man mal bauen möchte. Die Liste gibt es selbstverständlich bei mir auch. Es gibt dann aber auch noch eine andere Liste mit solchen Sachen, die man, wie schon gesagt, eine ganze Weile vor sich her schiebt. Und in meinem Fall sind das Sachen, die ich jetzt auch mit, unter anderem mit diesem Einzug in dieses Studio, vor mir her schiebt, kann man schon fast sagen. Weil das sind Sachen, wo ich sage, da mache ich zum einen kein Projekt draus, weil es nicht ansehnlich ist, weil es zu langweilig ist, weil du es vielleicht schon 50 Millionen Mal in irgendeinem anderen Projekt gemacht hast. Und das landet dann in diesem Fall auf so einer Liste, die ich jetzt auch, ja, eine Weile schon führe und ich glaube noch nicht. Oh, hier ist ein was durchgestrichen, Mensch. Ja, das schiebe ich eine ganze Weile schon vor mir her und daher habe ich mir jetzt gesagt, warum machst du nicht ein Video mit so möglichst vielen solcher Sachen, die du jetzt ganz einfach mal dann auch von der Liste bekommst. Und so habt ihr natürlich auch so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, was da jetzt gerade auch noch parallel zu Stöpselkopf stattfindet. Und ich bin ganz einfach auch mal gespannt, wie das Ganze so funktioniert. Fangen wir ganz einfach mal willkürlich oben am Anfang dieser Liste an. Ich hätte sie vielleicht vorher auch mal lesen sollen, damit ich dann auch irgendwie was vorbereiten hätte können. Naja. Ja, also mach deine Scheiße Tag Number One und ich denke, das wird aber auch häufiger im Jahr mal stattfinden, als jetzt das nur einmal im Jahr zu machen. Wenn ich das jetzt alles in einem Tag packen würde. Okay, zweiter Kompromiss. Wir nehmen jetzt hier auch prinzipiell Sachen dran, die jetzt nicht länger als 30 Minuten dauern, weil sonst mache ich jetzt eine Sache und der ganze Tag ist vorbei. Fangen wir mit dem ersten Punkt an und das ist Netzwerkschrank aufhängen. Der Netzwerkschrank soll in die Küche. Und in der Küche habe ich jetzt gerade die letzten Wochen echt schon viel Zeit verbracht. Also jetzt um die Küche zu bauen, jetzt nicht um da zu kochen. Okay, kochen auch ein bisschen, aber Netzwerkschrank, da muss ich ja jetzt schon wieder in der Küche bohren. Da mache ich ja wieder alles schmutzig. Heute ist da, mach deine Scheiße Tag, also Start. Das Teil. Und da soll's hoch. Wir sind gebohrt. Jetzt nur noch ein bisschen sauber machen. Und dann kann das Teil hier hoch. Hängt. Passt. Wackelt. Hat Luft. Sie fragen und sich dafür interessieren, warum das Teil jetzt in der Mitte hängt. Ganz einfach aus dem Grund, beide Seitenteile kann man aufklappen. Und die sollen natürlich auch dementsprechend aufgehen. Und wenn das Teil dann jetzt an irgendeiner Ecke hängen würde, wäre das eben nicht möglich. Daher mittig. Die Komponenten sind jetzt auch drin. Ja, das ist aber auch schon alles. Also wer Spaß hat am Patchen, der kommt hier ganz auf seine Kosten. Also ich habe da mal hier 48 Kabel anzuschließen. Wer da Spaß hat, kann gern mal übernehmen. Ha. Mensch, da ist ja in dem neuen Format auch was ganz Neues mit drin. Ich filme mit dem Handy. Okay, jetzt in der Küche war das jetzt gerade nicht anders möglich, weil jetzt Kamera noch mit drüber schleppen und aufstellen. Und das war ja schon während dem Bau schon das Problem. Aber so habe ich jetzt auch mal eine Möglichkeit, das Ganze auszuprobieren. Wobei der Ton nicht der beste sein wird. Ja, mal sehen. Ja. Aber erster Punkt. Geschafft. Also das kann von mir aus so weitergehen. Das motiviert auch gerade mal. Die Zeit hat auch halbwegs gepasst. Ja, so, was haben wir? Nur gut, dass ich die Bohrmaschine gerade weggepackt habe. Ja, Punkt 2. Die beiden hübschen Regale, die jetzt hier mehr oder weniger ja nur hier hingestellt sind, haben das Problem, die fallen auch schnell mal um. Daher müssen die jetzt auch an die Wand. Dafür schrauben wir jetzt einfach so hübsche Winkel ran. Im Übrigen auch vom Hersteller. Na los. Es ist drin. Schrauben wir mal fest und schauen, ob das passt. So, festgeschraubt. Passt, wackelt, hat Luft. Das war's erste.
da kommt's zweiter. Yay! Nummer 2 hängt auch. Abdeckkappen sind jetzt auch drauf. Also, Punkt abgehakt. Also, ich merke schon, warum diese Sachen auch auf der Liste standen. Weil Bohren macht bei diesen Wänden zum einen keinen Spaß und zum anderen macht es nur Dreck. Und naja, aber Punkt 2 ist damit auch erledigt. Kommen wir zum Punkt 3. Also hier zieht sich gerade ein Schema durch diese ganzen Punkte. Hätte ich die Liste vorher nochmal gelesen, hätte ich jetzt auch gewusst, dass dieser Fernsehen auch noch an diese Wand soll. Sprich, ich hätte die Löcher mit denen hier zusammen bohren können. Naja, eben nochmal von vorne das Spiel. So, Aufhängung hängt schon mal. Dreck habe ich auch wieder gemacht. Da können wir jetzt zur Krönung noch den Fernsehen aufhängen. Es gibt wirklich solche Momente, da ist man so richtig auf sich stolz. Jetzt mal abgesehen von dieser Schramme hier. So, dann mal wieder sauber machen. Also jetzt ganz ehrlich, nach dem dritten Punkt, wo ich bohren musste, hoffe ich doch jetzt mal, ganz ehrlich, dass der vierte Punkt nicht wieder was mit Bohren zu tun. Okay, ich nehme doch dann doch lieber einen Punkt, wo ich bohren muss. Weil das ist ein Punkt, den schiebe ich nicht schon seit dem Einzug in diesem Studio vor mir her. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt nur 30 Minuten dauert. Wobei schiebe ich das jetzt gerade die letzten 3 Wochen umso intensiver vor mir her. Okay, ich räume mal den Tisch ab, weil den werde ich brauchen. Sagte Kabelkisten, die hier auch den Namen zurecht verdienen und von denen gibt es leider immer noch 2 weitere. Und das heißt es jetzt auszusortieren. Hier haben wir Router ohne Hapag zum Aufzeichnen, Verlängerungskabel, Netzwerkkabel und so weiter. Na dann mal los. Dann haben wir hier eine ganze Kiste voller Anschlusskabel, Verlängerungskabel und so weiter, was ich einfach nicht mehr brauche oder was nicht mehr zeitgemäß ist. Gerade sowas wie Cinch-Kabel und Skat-Kabel. Also das brauche ich ganz einfach nicht mehr. Und daher habe ich schon mal eine ganze Kiste aussortiert und ich glaube, das wird auch nicht die letzte sein. Kiste Nummer 2 und so ziemlich der gleiche Anblick. Was haben wir hier? Ja, USB-Steckkarten für den PC, Cinch-Kabel in sämtlichen Formen und Farben und Ausführungen. Jeder Bastler wird sich jetzt sagen, oh Gott, das schmeißt er weg. Nein, schmeiße ich nicht weg, aber es verlässt definitiv dieses Studio und findet hoffentlich einen Besitzer, der dann, naja, etwas damit anzufangen weiß. Bei dem Programmpunkt auf der Liste ist die Zeit so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Auch wenn die Kisten jetzt in dem Fall hier relativ leer sind, hat das doch viel länger gedauert, als es ursprünglich gedacht war. Alter Verwalter. Also das hat jetzt echt überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, auch wenn das Ganze sich jetzt über knapp 4 Stunden gezogen hat, wenn man da einmal angefangen hat, ist es zumindest schon mal nicht mehr so schlimm. Aber es dauert ewig und man fragt sich dann immer wieder, warum hast du das aufgehoben? Warum hast du das Kabel aufgehoben? Ich kann jetzt aber positiv wenigstens anmerken, die Kabelkiste zum Basteln oder ja, für Schaltungen und so weiter, die Kiste ist wenigstens wieder voll und wird es jetzt dann auch eine Weile bleiben. Aber ich denke, die Truhen, die Kisten, die jetzt erstmal wieder leer sind, kann ich dann für was anderes verwenden, um irgendwas zu sammeln und aufzuheben, was ich dann vielleicht wieder in 2 Jahren wegschmeiß. Naja. So, ich hoffe jetzt gerade, dass jetzt wenigstens... Naja, mit Biegen und Brechen schaffen wir jetzt noch 1 oder 2 Punkte. Es hat jetzt nicht direkt was mit Bohren zu tun. Aber irgendwie auch schon. Aber ich gehe wieder in die Ecke, wo jetzt schon 2 andere Punkte stattgefunden haben. Das vorher habe ich mir jetzt gerade mal getrost gespart, weil das habt ihr jetzt schon mehrfach gesehen. Was jetzt dazu gekommen ist, ist das da.
eine wunderschöne Leinwand, die jetzt natürlich mit der Hand irgendwie jetzt auch nicht zu erreichen ist. Dafür habe ich mir jetzt auch gleich noch etwas anderes gebastelt. Zumindest jetzt erstmal für den Moment, dass ich das Ganze auch runterziehen kann. Wunderbar. Ein Traum. Wieder ein Punkt erledigt. Also ganz ehrlich, das schlaucht schon ungemein. Also gerade das jetzt auf die Leiter hoch und runter gesteige, angezeichnet mit Wasserwaage und Laser und was alles dazu gehörte. Das hat jetzt bei den ganzen Bohrsachen echt geschlaucht. Jetzt noch diese knapp vier Stunden, die ich dann noch Kabel sortiert habe, das ist ja, da kommt man ja so ein bisschen runter und dann merkt man aber auch, ja, der Tag neigt sich dem Ende. In meinem Fall trifft das tatsächlich auch zu, auch wenn ich dann jetzt gerade zur Arbeit gehen muss als nächstes. Aber, wo ist mir jetzt der Bleistift hingefallen? Zumindest habe ich den Punkt noch jetzt abgehakt und kann jetzt hier von der Liste streichen. Wenn ich mir jetzt angucke, was wir jetzt hier geschafft haben von der Liste, ist es jetzt schon mal ein Fortschritt. Nichtsdestotrotz kann ich dann jetzt auch an dieser Stelle erstmal mit diesem ersten Eindruck dieses Projektes dann mal nach eurer Meinung fragen, was ihr dazu sagt. Ich denke, wenn wir das jetzt echt nochmal machen, worauf ich jetzt natürlich erstmal auf euer Feedback angewiesen bin, ob wir das nochmal machen, dann werde ich jetzt das Ganze mal ein bisschen zum einen vielleicht auch mischen, dass das Ganze dann ein bisschen abwechslungsreicher ist und dann natürlich auch schauen, dass diese Sachen auch wirklich jetzt 30 Minuten dauern, weil diese Ausreißer mit diesen Kabeln, der hat jetzt echt den ganzen Rahmen gesprengt. Aber so an sich bin ich da jetzt gerade mal auf euer Feedback gespannt. Was haltet ihr davon? Sollen wir den Mach deinen Scheißetag dann so 2, 3, 4, 5 fünfmal ist jetzt gerade schon wieder heftig. Fünfmal im Jahr machen. Oh, fünfmal. Aber so, dass wir diese Liste nach und nach abarbeiten. Gerade nämlich auch, dass ihr so ein bisschen ein paar Eindrücke zum Beispiel jetzt auch von diesem Setup, was ihr ja jetzt auf der gegenüberliegenden Seite jetzt schon so ein bisschen angerissen gesehen habt, sehen wollt. Wie war der Satz zu Ende? Oh, ich bin schon wieder total fertig. In diesem Sinne, schreibt mir gerne mal unten eure Kommentare, euer Feedback unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und vielleicht gibt es dann in naher Zukunft, hoffentlich nicht allzu bald naher Zukunft, dann auch schon den nächsten Teil davon. In diesem Sinne, macht's schön gut. Bis denn. Ciao. Meine Güte. Was für ein Tag.